So ist dunkel. Mit Licht an. Kicken. Holy moly. Okay. Hi Leute, willkommen in unserer kleinen Küche hier. Heute beantworte ich mal eine Frage. Die Frage wurde zu einem Video gestellt, was ich schon mal gemacht habe, und zwar zum Drink Penicillin. Das ist ein Drink, der wird mit Honig gesüßt. Und Sebastian hat gefragt, der Honig sieht bei dir sehr flüssig aus. Geht auch normaler Honig? Jo, im Grunde ist es normaler Honig, aber er wird einmal verarbeitet zu Runny Honey, nennen wir es. Also ein bisschen flüssigen Honig. Ist fast alle, muss ich eh neu machen, werde ich euch gleich mal zeigen. Und im Zuge dessen zeige ich euch auch noch gleich, wie wir unseren Zuckersirup machen, weil in den Drink-Videos, die ich immer mache, rede ich immer von so und so viel Zucker. Und der eine oder andere denkt sich immer so, ey, Zucker sieht aber bei mir so hier aus. Aber wir benutzen halt immer Rohrzuckersirup. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt mal. Das Verhältnis ist immer 2 zu 1. In dem Fall hier haben wir jetzt 8 Kilo Zucker und 4 Liter Wasser. Genau, also immer die Hälfte an Wasser. Und das wird jetzt gekocht. Das gleiche passiert mehr oder weniger mit dem Honig hier. Da habe ich jetzt hier 350 Milliliter. In dem Fall koche ich das jetzt aber nicht zusammen, sondern ich gebe einfach 175 Milliliter heißes Wasser dazu. Also in dem Fall, wir haben hier ein ziemlich heißes Leitungswasser, das wird dafür ausreichen und das wird dann gerührt und das macht dann unseren Runny Honey. Würde ich jetzt nur den hier in dem Drink verwenden, würde das nicht wirklich funktionieren. Der würde festfrieren quasi im Shaker selbst und ein Runny Honey aber löst sich auf im Drink und dann haben wir den gewünschten Effekt, nämlich dass er unser Getränk süßt. So, dann geben wir jetzt das warme Wasser zu unserem Honig hinzu. So hat man Runny Honey. Kann man ja nach wie vor verwenden, ob für einen Pancake oder für einen Tee, aber eben auch für so eine Sachen wie ein Penicillin. So Sebastian, hier unser Runny Honey, du siehst schon, der flüssige Honig. Kann man wie gesagt noch für alles andere verwenden, aber jetzt halt auch für Drinks. Und wenn man sauber arbeitet, ist der auch lange haltbar. Unser Zucker fängt hier gleich an zu kochen, da seht ihr schon, da brauchen wir mal ein bisschen mehr. Und trotz Sperrstunde. Und ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Runny Honey und Zuckersirup. Und wovon ich immer rede, wenn ich sage, so und so viel Zucker kommt in den Drink, da rede ich immer von dem Sirup. Oder eben von Honig. Genau. Bis dann.